For more videos on people's struggles, please subscribe to our YouTube channel. Healthcare workers across Germany took to the streets on September 30th. They were demanding better working conditions and higher wages. In Berlin, healthcare workers from various hospitals joined a warning strike organized by the Ver.di trade union. The protests were held at the same time that a meeting of federal and state health ministers was taking place. The key slogans were, "We demand system-relevant pay now. It's not the strike that is a threat to the patients." And applause doesn't cure anyone. Wir wollen einfach, dass allen bewusst ist, dass wir mehr brauchen als nur Klatschen auf den Balkonen, sondern dass sich jeder dafür einsetzen muss, dass wir das, was wir haben, auch behalten und dass man uns wertschätzt. Denn irgendwann wird es jeden treffen, mal im Krankenhaus zu liegen. Und wenn es keinen mehr von uns gibt, wer soll es dann machen? Ver.di is demanding an increase in salaries by 4.8% for federal and local employees. They're also demanding an increase in trainee pay and giving emergency service staff a maximum 45-hour work week. The strikes are part of a week-long action called for by the union. Public transport workers, rubbish disposal, as well as childcare workers joined the protesters in various parts of the country. Die Linke, the left, has expressed solidarity with the health workers' protests in Germany. Party leader Ver.di has stated that the hospitals urgently need more nurses. These need to be paid higher and working conditions considerably improved. Germany's daily coronavirus cases rose the most since late April, with around 2,500 cases being reported on October 1st. More than 29,000 have tested positive and around 9,500 have already died in the country. Im März, April, Mai hat es für euch, hat es für andere Beschäftigte in der öffentlichen Daseinsvorsorge viel gesellschaftlichen Zuspruch gegeben, zum Teil auch echten Applaus. Und es gab auch viele anerkennende und warme Worte von Politikerinnen und Politikern. Nur jetzt, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat der Gedächtnisschwund eingesetzt. Die Arbeitgeber am Verhandlungstisch vergessen oder reden klein, was durch euch und die Millionen von anderen Beschäftigten im Gesundheitswesen und in den anderen Teilen der öffentlichen Daseinsvorsorge geleistet wurde. Das ist schäbig und das ist durchsichtig.